Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Forza. Ab nach Mexiko und Series 2 läuft. Wir haben momentan die Sommerherausforderungen, die auf uns warten, um letztendlich im Sommer eine ganze Menge weihnachtlicher Belohnungen zu erhalten. Ist irgendwie merkwürdig, oder? Aber so ist es. Wir haben 4 Jahreszeiten. Es beginnt mit dem Sommer und das ist dann halt bei uns im Winter der Fall. Wie gesagt, es gibt winterliche Belohnungen. Es lohnt sich also, das Ganze zu machen. Und wir werden uns jetzt um die Blitzerzone kümmern, nachdem wir den Blitzer ja schon weggemacht haben. Hier wird es jetzt interessant. Vom Auto her könnte auch für euch das eine oder andere Credit eventuell kosten, denn wir brauchen Hot Wheels. Wir brauchen heiße Reifen. Und auch ich musste hier zu lang. Ich habe den Bone Shaker geholt, den Bone Shaker 2011 Hot Wheels für 150.000 Credits. Hier komme ich gerade frisch von der Automesse herunter, sitze drin im guten Stück. Jetzt fehlt noch ein Tuning und auch da habe ich natürlich wieder was parat für euch. Und zwar mit dem Freigabecode 16549685. Ne? Das ist der Freigabecode für das Tuning, um dann durch die Blitzerzone zu fahren und wirklich auch hier, sage ich mal, ziemlich gemütlich durchzufahren. Auch hier ist die Anforderung nicht allzu hoch. Die Blitzerzone ist A, relativ kurz, B, nicht besonders kurvig und C, haben wir eine sehr schöne gerade Anfahrt, sodass wir also schon mit einem schönen Bonus auf alle Fälle in die Sache gleich hineinkommen werden. Sollte also auch keine großen Probleme darstellen, hier die Blitzerzone zu meistern in der Series 2 im Sommer. Da haben wir das Tuning beisammen. Das gute Stück fährt dann 299 km/h von 0 auf 100 in 6,4. Das sind alles keine Wahnsinnswerte. Das sind also wirklich alles Werte. Da fährt ja mein Auto schneller. Also was man wirklich ganz easy peasy beherrschen kann. So muss man sagen. Dann gehen wir auf die Karte rüber und gucken, denn wo ist denn die schöne Blitzerzone angesiedelt? Relativ weit unten im Süden. Und dort werden wir auch dann von der Küste aus anfahren, weil wir haben hier die weitere Geradeausstrecke, ne? Also von der anderen Seite, wenn wir von oben kommen, kommt sofort eine Kurve, ne? Dann können wir zwar noch schön raus beschleunigen, aber da wir halt jetzt hier nicht das allerschnellste Auto auf dem Planeten haben, fahren wir lieber schon schnell rein und starten wirklich hier unten, dass wir wirklich mit dem größten Überschuss an Geschwindigkeit in der Blitzerzone ankommen, um dann dort in Ruhe abbremsen zu können für die beiden Kurven, die da auf uns warten. Und wie gesagt, die sind nicht besonders hart. Das geht wirklich ganz, ganz easy. Einfach, wie gesagt, hier schön hoch beschleunigen, dass wir dann halt, wie gesagt, mit einem guten Überschuss in den Start der Blitzerzone hineingehen. Die Kurven, das ist hier nichts zum Bremsen. Ganz leicht vielleicht vom Gas gehen, eventuell so mit 220 km/h gestartet. Hier einmal ein bisschen anbremsen, ne? Schön auf der Straße bleiben, schön auf der Straße bleiben, den ganzen Asphalt nutzen. Dann hier ruhig ein bisschen rüber übers Grün und massig easy peasy. Also das war jetzt nicht mal irgendwie angestrengt oder ähnliches. Nein, das ging einfach sofort und ist, wie gesagt, von der Herausforderung zum Glück nicht allzu hoch gelegen. Ich hoffe damit, dass ich euch geholfen habe mit diesem kleinen Video zur Blitzerzone. Wenn ihr mir so was denkt, an den Daumen nach oben, immer so eine ganz wichtige Sache, würde ich mich sehr darüber freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht bereits getan habt, dann ja, verpasst ihr mit Glocke aktiv weiter kein neues Video. Ich danke und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.